Meine Lieben, ich schicke euch sonnige Grüße. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Diese Legung, das sind die Gefühle von deinem Gegenüber. Ich werde dir jetzt erzählen, beziehungsweise die Karten werden es mir zeigen und ich werde es dir erzählen, welche Gefühle dein Gegenüber zu dir hat, in Bezug auf dich hat, ja, euch beide. Und ich schaue mir aber auch noch vielleicht so ein bisschen die Gedanken deines Gegenübers an, ja, wenn die Karten es hergeben sollten, Gefühle, Gedanken, und ich mache dann zum Schluss aber auch noch so einen kurzen Zukunftsblick, Zukunftsausblick, ja, für euch beide, wie wird es weitergehen mit euch, und du fokussierst dich jetzt auf dein Gegenüber, denn für diese Legung braucht man ein Gegenüber, vielleicht ist es aber auch Zukunftspartner, kann auch so sein, aber du brauchst dein Gegenüber. Und horche in dich hinein, spüre in dich hinein, finde dein Gegenüber in deinem Inneren. Und das ist dann das, was dein Gegenüber fühlt, denkt, und auch ein kleiner Zukunftsausblick. Die zwei der Kelche. Also dein Gegenüber hat Gefühle für dich. So, Punkt. Mit den zwei der Kelche, das ist definitiv. Gefühle sind da. Kann schon Liebe sein, muss aber nicht. Kann auch so Verliebtheit sein oder man mag dich einfach sehr. Ja. Dein Gegenüber denkt aber hier auch schon daran, wie es wäre, falls ihr nicht zusammen sein solltet, wie es wäre, mit dir zusammen zu sein. Oder wenn ihr schon zusammen seid, dann ruft sich dein Gegenüber immer wieder so in ja, die Bilder vor sein inneres Auge, wie das mit dir so war, ja? Zum Beispiel das letzte Treffen oder wie du so bist oder wie schön du bist, wie nett du bist, wie angenehm es mit dir war. Und das sind ja nicht nur Bilder, sondern da kommen auch Gefühle hoch, ja? Also dein Gegenüber, ich, ja, möchte mit dir zusammen sein, zum Beispiel. Falls ihr nicht zusammen sein solltet. Oder vielleicht, wenn ihr nicht so oft zusammen sein könnt, möchte man dich öfters sehen. Man möchte öfters mit dir Zeit verbringen. Man hat das Gefühl, man gehört zusammen. Ich gehöre zu dir. Du gehörst zu mir. Sowas habe ich hier. Weil das ist die allererste Karte. Ja, das sind die Gefühle und die Gedanken von deinem Gegenüber. Also dein Gegenüber möchte, falls ihr das noch nicht seid, ein Paar mit dir, also ein Paar sein mit dir. Also eine Verbindung haben, die auch tiefer geht. Über Freundschaft hinaus, soll ich dir hier sagen. Ja, dein Gegenüber will mehr. Dein Gegenüber möchte sich aber vielleicht, wenn das zwischen euch beiden so gut ist, ja, dann möchte dein Gegenüber auf keinen Fall das verlieren mit dir. Möchte das aufrechterhalten, möchte die ganze Zeit auf dieser Ebene mit dir sein, auf dieser wunderschönen, netten Ebene, auf dieser Liebesebene. Denn dein Gegenüber denkt, ihr seid füreinander geschaffen, ihr gehört zusammen, ihr passt sehr gut zusammen, ihr sollt einfach zusammen sein, ja. Das sehe ich hier aus dieser Karte. Aber ich schaue weiter. Der Ritter der Schwerter, Kommunikation, das Ass der Münzen, die Acht der Stäbe, da, ja, ja, das, dein Gegenüber ist nicht mehr aufzuhalten. Page der Münzen, also du hast hier zweimal eine Chance und ein Angebot, was solide ist. Also dein Gegenüber ist solide, soll ich dir sagen. Das ist ein Mensch, auf den kann man sich verlassen. Oder er redet keinen Blödsinn. Er möchte dir vielleicht auch Sicherheit vermitteln. Die Herrscherin, das Ass der Stäbe. Und die Sieben der Schwerter. Was ich hier so habe, dein Gegenüber hat ein bisschen Angst oder hat ein bisschen Schwierigkeiten vor sich selber, aber jetzt vor sich selber dazu zu stehen, wie stark er in dich verschossen ist, wie stark die Gefühle sind, wie gut man dich findet, wie sehr man mit dir eine schöne Partnerschaft haben möchte, ja. Dein Gegenüber, entweder traut man sich das nicht zu oder zweifelt sich selber
Also zweifelt an sich selber hier mit den 7 der Schwerter. Ja, ich habe das hier auch so ein bisschen vermeiden, Vermeidungstaktik, damit vielleicht, damit man hier nicht verletzt wird. Ja, denn ich habe hier so jemanden, der so ja abhaut, jemand, der verschwindet. Und hier sind 3 Schwerter, die einen treffen können wollen. Ja, hier. Also kann sein, dass dein Gegenüber einfach ein bisschen Angst hat oder befürchtet, dass er oder sie verletzt sein könnte, verletzt werden wird durch diese ganze Angelegenheit mit dir. Habe ich auch. Da möchte ich ansprechen, weil das habe ich hier auch. Vielleicht geht dir momentan dein Gegenüber aus dem Weg. Kann so sein, ja? Vielleicht habt ihr schon lange nicht mehr gesprochen oder ihr redet, aber das Wichtigste kommt nicht auf den Tisch. Es wird drumherum geredet, ja? Nicht konkret, sondern immer so ein bisschen, ja, aber dein Gegenüber wird hier nicht, also möchte nicht hier irgendwie jetzt sofort Nägel mit Köpfen machen. Das habe ich hier so nicht. Hat Angst davor, diese Nägel mit den Köpfen zu machen, so. Hat Angst, dass wenn der Funke überspringt, und aus diesem Funken sehr schnell Feuer wird, weil das wird so sein hier, dein Gegenüber weiß das, ja, dass aus diesem kleinen Funken auch so ein Riesenfeuer der Leidenschaften werden kann, dass er oder sie hier, dann bin ich verloren, weil ich dann ja so liebe und so verletzlich bin und mein Herz vor mich her trage und jeder kann da irgendwie so spitze Dinge da reinstechen und vielleicht wirst du das auch machen. Und also ich habe das hier so, dass dein Gegenüber Bedenken hat oder Angst hat oder vorsichtig ist, dass daraus wirklich jetzt etwas Großes wird, weil er oder sie Angst hat, verletzt zu werden. Ich habe das hier auch hin und her gerissen sein mit den 8 der Stäbe, hin und her gerissen sein mit der Kommunikation oder in der Kommunikation. Vielleicht ist es hü, dann hot, vielleicht sagt man zu, dann sagt man ab, vielleicht trifft man sich, dann sagt man, okay, wir sehen uns übermorgen und dann sieht man sich nicht übermorgen. Ich habe hier das so ein bisschen nicht konstant. Aber auf diesen Menschen kann man sich verlassen. Das ist ein guter Mensch, das ist ein guter Freund. Er oder sie möchte dir hier auch Stabilität geben, Stabilität vermitteln, möchte dir etwas schenken, möchte auf dich zukommen, dir etwas Konkretes anbieten. Ja, also der Mensch möchte konkret werden. Also wie gesagt, so ein bisschen hin und her. Ja. Hat Angst zu kommunizieren und dann vielleicht kommuniziert ihr total viel und dann ist wieder Stille und dann kommt es wieder zu einer sehr intensiven Begegnung und dann seid ihr wieder entzweit und es vergeht eine Weile, bis man wieder irgendwie was miteinander zu tun hat. Ja, so bekomme ich das hier im Kartenbild. Das könnte auch die äußeren Faktoren sein, aber das sind auch irgendwelche Bedenken bei deinem Gegenüber. Und zwar nicht in Bezug auf dich, dass er oder sie Bedenken hat in Bezug auf dich, dann, ja, dass du vielleicht da irgendwie unehrlich sein könntest, ja. Sondern man traut sich selber nicht, man hat kein Vertrauen in sich selbst. So habe ich das hier. Vielleicht hat man auch viel im Kopf, weil ich habe hier den Ritter der Schwerter, das ist so, das sind Gedanken und hier mit den 7 der Schwerter sind Gedanken, rasende Gedanken, Kommunikation, die irgendwie fehlgeleitet ist. Vielleicht habt ihr miteinander gesprochen und das ist irgendwie in die falsche Richtung gelaufen oder jemand hat hier irgendetwas Böses gesagt, kann auch so sein, ja? Und man hat Angst, dass das wieder passiert, dass man wieder, vielleicht ein Gegenüber, dass das wieder in die Hose geht. Man möchte auf jeden Fall mit dir kommunizieren und man weiß, dass man eine Chance hat, irgendwie, die steht im Raum, das innere und äußere Glück mit dir zu finden. Das weiß dein Gegenüber. Das
dass du das für ihn sein kannst, das Glück, das Innere, also Innere, das sind die Gefühle, das ist die Einstellung und das äußere Glück, das ist sozusagen so diese schönen Erlebnisse, diese Sicherheit auch hier. Ich habe das hier bei deinem Gegenüber, dein Gegenüber braucht viel Sicherheit irgendwie, aber kann diese Sicherheit nicht geben. Hat Bedenken, ob er dem Ganzen gewachsen ist. Er oder sie dem Ganzen gewachsen ist mit dir. Möchte, dass das sich alles total schnell entwickelt. Möchte mit dir kommunizieren ohne Ende. Möchte hier dir etwas Positives mitteilen. Hat gute Neuigkeiten für dich. Du kannst dich hier auf das gefasst machen, dass dein Gegenüber, falls kein Kontakt bestehen sollte, obwohl ich das so nicht habe hier im Kartenbild, so richtig kein Kontakt, dass da sehr viel auf einmal auf dich einprasseln wird, also von deinem Gegenüber, von der Seite von deinem Gegenüber. Das können viele Nachrichten sein. Oder dein Gegenüber wird ein richtig tiefes Gespräch mit dir führen, weil er oder sie möchte das hier unbedingt. Möchte dir auch irgendetwas mitteilen, was ihn betrifft oder sie betrifft. Ja? Gute Neuigkeiten. Also dein Gegenüber hat auch gute Neuigkeiten für dich. Hat das Gefühl, dass das Ganze mit euch sich schnell auch entwickeln kann, hat aber Bedenken in Bezug auf diese Schnelligkeit. Vielleicht nicht voreilig handeln. Ich darf nicht voreilig handeln. Ich muss noch nachdenken, überlegen. Dein Gegenüber erzählt dir aber auch nicht alles, ne? Damit du das hier weißt. Ich habe ihn hier nicht in Bezug auf dich so direkt mit einer Lüge, aber so ein bisschen was verschweigen vielleicht. Das trifft aber nicht auf alle zu, ja. Das ist nur so am Rande. Das ist nur, wenn du da weißt, wenn du so eine Vermutung hast oder vielleicht sogar schon einen Beweis, ja, dann ist diese Nachricht jetzt für dich, ja. Dass da irgendwie was verschwiegen wird. Ich habe hier nicht Lügen. Ich habe eher so Verschweigen, ja. Nicht alles erzählen. Und dein Gegenüber sieht dich hier als jemanden, die Herrscherin. Du kannst männlich sein, du kannst weiblich sein. Die Herrscherin, das ist die Verkörperung der Fülle. Das ist die Verkörperung des Guten, der Entwicklung, der guten Entwicklung. Es ist alles möglich mit der Herrscherin. Die Herrscherin hat auch das Sagen. Die Herrscherin hat auch alles unter Kontrolle, aber kontrolliert nicht. Ja? Die Herrscherin kontrolliert nicht, sie lässt geschehen. Aber alles geschieht in ihrem Willen. Ja? Und so sieht dich dein Gegenüber. Wow, stark. Du bist sehr reich für dein Gegenüber. Vielleicht hast du nicht so viel Geld. Das meine ich nicht. Einfach du bist reich an Talenten, ja, oder du hast einfach irgendetwas an dir, was andere so nicht haben. Und das macht dich zu etwas Besonderem, für dein Gegenüber zumindest, ja. Aber auch die anderen Menschen sehen in dir etwas Besonderes, weil ich habe dich so mit anderen umgeben, mit Fülle umgeben. Vielleicht sieht dich dein Gegenüber auch so ein bisschen weiterentwickelt, ja, du bist weiter als ich, das könnte sich dein Gegenüber denken, du weißt mehr, du kannst mehr, du hast viel mehr erreicht im Leben, du stehst fest auf dem Boden, dein Gegenüber eher nicht so. Der Gegenüber schwebt so ein bisschen in der Luft. So habe ich das hier. Möchte diesen Boden auch unter den Füßen bekommen und hofft, dass du irgendwie deinem Gegenüber diesen Boden auch zur Verfügung stellst, ja? Das könnten die Gedanken von deinem Gegenüber sein. Vielleicht braucht dein Gegenüber auch hier ein bisschen finanzielle Unterstützung. Ja, das sehe ich hier im Kartenbild. Aber das ist jetzt keine Aufforderung, da diese Unterstützung deinem Gegenüber zu geben. Schau auf dein Geld, du brauchst es, ja. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Dein Gegenüber, ich habe das hier... Möchte vertrauenswürdig rüberkommen,
Hat aber Schwierigkeiten damit, weil man hier etwas verschweigt. Ja, und vielleicht spürst du das. Vielleicht deswegen diese Bedenken, diese Angst vor einer festen Partnerschaft. Kann sein, dass ihr vielleicht noch nicht in einer festen Partnerschaft seid. Dann ist es hier so, Angst vor fester Partnerschaft, weil dann könntest du alles über mich herausfinden. Ja, habe ich hier. Was ist das für ein Gegenüber hier? Ich habe das hier nicht, dass dein Gegenüber ein Halodri ist. Das nicht, Casanova oder sowas. Nein. Es ist eine ehrliche Haut, hat aber Probleme irgendwie, vielleicht auf den grünen Zweig zu kommen. Ja. So im Leben. Ein bisschen chaotisch. Ich bekomme leicht so Chaos rein. Vielleicht Chaos in den Gedanken und deswegen Chaos im Leben. Kann schon älter sein, aber noch nicht so richtig gefestigt gesetzt. Flausen im Kopf vielleicht so ein bisschen hier. Ja. Und was ich hier noch für dich habe, ist, also dein Gegenüber sieht etwas mit dir, sieht etwas in dir, was auch langfristig sich gut entwickeln wird. Ich werde jetzt hier für die Zukunft Karten legen. Eure Zukunft, wie sieht die denn aus? Also nicht jetzt hier Jahre, sondern vielleicht ein Monat oder so. Ich habe hier die 10 der Münzen, die 2 der Schwerter, die 3 der Münzen, die 3 der Schwerter. Es geht weiter mit diesem Hin und Her. Also noch ein Monat, bis zu einem Monat geht es noch weiter mit diesem Hin und Her. Und dann kommt der Wagen, dann kommt die Reise, dann kommt der Aufbruch. Und ich muss dir hier so sagen, so wie ich die Karte, also vielleicht würde dir dein Gegenüber hier etwas versprechen und dieses Versprechen nicht halten. Dann wird man hier etwas anfangen aufzubauen oder weiterbauen und dann kommt eine Enttäuschung. Vielleicht wirst du hier die Schnauze voll haben, sage ich mal so, ja? Vielleicht wirst du einfach nicht mehr wollen und ziehst von dannen. Du bist der Held deiner Reise. Du hältst die Zügel in den Händen. Du bist die Herrscherin. Du kannst auch hier was anderes haben. Du musst nicht unbedingt dich die ganze Zeit da mitziehen lassen, mitreißen lassen. Denn ich habe hier eine Seele, die noch nicht steht ist. Also das ist so jemand, der so hin und her gerissen ist die ganze Zeit. Das hat mit dir nichts zu tun. Das hat mit diesem Menschen etwas zu tun. Der Mensch hat sich vielleicht noch nicht gefunden. Du kannst ihm natürlich dabei helfen, sich zu finden. Aber ich habe hier immer wieder Stop und Go, Stop und Go, die ganze Zeit. Gut und dann schlecht, gut, schlecht. Und dann der Wagen. Also dann, ich habe das hier so, entweder wirst du von dann ziehen, sagen, tschüss, ich bin dann mal weg. Oder das ist hier Aufbruch gemeinsam zusammen. Ja. So jetzt, entweder jetzt oder nie. Das kann hier auch sowas sein. Und los geht's. Ja, sowas habe ich hier in den Karten. Und ich bin jetzt am Ende dieser Legung. Bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du hier bei mir warst. Wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine wundervolle kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.